Willkommen zurück zum Einbrecher-Simulator aka Thief Simulator. Letztes Mal Rang S, mein Freund, beim Einbruch. S. S steht für Salat, also Vorsicht. Guck mal hier, ein richtig... Livestream heute ab 18 Uhr. Ich sitze noch nicht. Einen richtig nice Fernseher habe ich hier für dich. Zack. Guck mal. Hast du den jetzt? Ah ja, kleiner Fernseher. $120. Verkaufen, zack, weg mit dem Ruder, Tastatur. Pff, $100 Tastatur, Alter. So, wir haben jetzt $3.411. Ich hole jetzt noch den Rasenmäher und dann gehen wir heim. So, und zwar folgende Geschichte läuft jetzt hier. Ich will ein Auto klauen. Schaff ich locker. Das richtige Werkzeug macht einen Dieb nämlich erst aus und darum... Können wir das noch nicht kaufen, okay. Ich hole noch ein paar Dietrich hier, also noch drei. Komm, so ein Do-It-Yourself. Dietrich hole ich auch noch. Brechstange haben wir eh. Kletterhandschuhe haben wir, meine ich, schon. Ja, sind ausverkauft. Die haben wir schon. So ein automatischer Dietrich wäre natürlich was, aber das ist Wucher. Ist ja fast schon... kriminell. Wir haben zwei Skillpunkte. Schlösser knacken, Stufe 4. Tresore öffnen und Glasschneider benutzen. Aber was frägst du noch so, Blade? Wir sollen die Toilette kaputt machen. Was heißt denn das hier hinten? Und, oder was? Aber die ist verschlossen. Haben die das Klo abgeschlossen? Sind die verrückt? Das machen wir jetzt. Wir gehen zu den 107er Leuten, ja? Aber pass auf. Wisst ihr, was reiche Diebe machen? Die kaufen sich alle Infos. Zack, bumm. Routine der Bewohner. 350. Neben der Eingangstür befindet sich sehr viel Bargeld. Ach, das hätten wir aber auch so rausgefunden, ne? So, und auf jetzt zu 107. Guck mal, da ist ja alles am Start bei denen. Wie viel, wann, warum? Da sind sie nicht zu Hause. Also, ab 8. Wir gehen um 8 Uhr rein. Fuck! Was war denn das jetzt? Ein Schild oder was? Da ist doch gar nichts. Alter, wie sieht mein Auto aus? Komplett im Arsch, das Ding. Lass mal kurz gucken, was die für Verschlussmechanismen haben. Okay, hier kommen wir easy rein. Schloss knacken, Stufe 1. Pff, Weingläser. Ah, da sind die Weingläser. Okay. Wie komme ich hier noch rein? Kann ich hier hochklettern? Weil ich habe ja Kletterhandschuhe. Oh, alles da. Aha, sehr gut. Folgender Trick. Wir klettern hier drüber, ducken uns. Die sind noch da, ich weiß. Aber der Profi, ja, geht auch schon mal am Tag hin und guckt, was kaputt zu machen ist. Und da lachen mich die Weingläser auf jeden Fall an. Fuck, die Frau. Die hat mich doch jetzt nicht im Ernst gesehen. Wie hat die mich denn gesehen? Ich war hinter der Mauer. Habe ich so einen fetten Arsch oder was? Leute, es ist gleich 8 Uhr, ihr müsst auf die Arbeit, beide. Okay, weg sind sie. Komm mich rein. Sag mal, kann ich hier nicht, hä? Fuck, ich komme da nicht rein. Ja gut, ich hoffe einfach mal sehr stark auf keine Alarmanlage. Okay, alles ist gut. Denk dran, an der Tür war sehr viel Bargeld gelegen. Boah, seid ihr verrückt? Meine Güte. Smartphone, beschädigt. Router, beschädigt. Oh, denk dran, die war ultra viel wert. Noch ein Router, sag mal, was haben die denn hier? Bye, bye. Hausfriedensbruch? Nee. Das hat doch jetzt keiner gesehen. Ihr Fenster im zweiten Stock einschlagen. Naja, locker. Von einem Mieter wurde ich gehört? Was? Schnell raus. Fernseher mitnehmen und dann ist gut. Im Moment wenig bis gar keine Probleme. Stop right there, criminal scum. Du tust etwas Zwielichtiges. Nee. Ich repariere den Fernseher. Zur Reparatur muss der Fernseher abgeholt werden, Leute. Also wie stellt ihr euch das sonst vor? Sehe ich irgendwie zwielichtig aus? Nee. Sag ich doch. Oh, rein damit. Oh, shit, fuck, was? Wie? Warum? Wer? Oh, jetzt muss ich aber los. Oh, shit. Wie knapp, Alter. Das gibt keine gute Note. D, naja, komm. Ist in Ordnung. Bonus für Heimlichkeit. Was für eine Heimlichkeit? So, nimm mal den... Alter, Kaffeemaschine 3,50. So, jetzt kann man nochmal geschwind gucken hier, ob da was Neues drin steht. Zack. Aha. Wir haben ja fast alle Jobs erledigt, ne? Also wir können jetzt noch in der 108 zwei Dinge machen, dafür werden wir uns die Infos holen. Guck mal, wir haben gerade eben so viel gesnackt bei denen vom Eingangstisch, also ja. Zwischen 11 Uhr mittags und 5 Uhr nachts. So, 108 ist angepeilt. Die 108 zählt auch zur Geschichte, da müssen wir aufpassen, Leute. Dann geht's nämlich weiter, ne? In der Story von Thief Simulator. An einem ungewöhnlichen Ort kriechen. Ihr müsst eigentlich schon längst außer Haus sein. Ich krabbel hoch, guck mal. Die haben das Fenster offen gelassen. Dummkipp. Okay, los geht's. Ich gehe hoch. Zack. Ich gehe rüber. Und ich bin drin. Einen großen Fernseher stehlen, ein Gemälde stehlen, Dekorationsgegenstand stehlen. Aha, okay. Also, Dekoration ist gestohlen. Safe. Ich habe kein Safe-Knack-Werkzeug. Schüssel.
Oh, ich komme da nicht rein. Oh, da ist das Gemälde. Oh, oh. Hallo. Okay, okay, okay. Oh, fuck. Ich schmeiß das hier gerade mal raus. Nee. Bleib mal hier im Busch liegen. Welcher Sack hat mich wieder verpetzt? Ich gehe jetzt zuerst runter. So, ist eingetütet. Das schmeiße ich gleich raus. Ja. Jetzt gehen wir nämlich schön hinten raus. Nicht vorne, wo alle sind. Nee. Oh, oh. He needs some milk.